Während ihr euch um dieses Fort gekümmert habt, bin ich über den Schatz gestolpert. Heißt das etwa... Es war höchst merkwürdig. Nun, jedenfalls habe ich unter anderem Karten und Aufzeichnungen über französische Handelsrouten gefunden. Was denkt ihr, Gist? Vielleicht können wir sie ja benutzen, um der Royal Navy zu helfen und unsere Taschen zu füllen. Die Karten sind in ihrer Kabine, Captain, falls ihr sie betrachten wollt. Naja, ich muss ja, von daher. Auf geht's. Die Seekampagne. Okay. Gut, Mission wählen. Gut, schicke ich die halt mal. Okay. Okay, alles klar. Sammelobjekt erhalten. Florida. Einmal kurz das Schiff reparieren. Für einen Pound. Kein Problem. So, das dauert jetzt von hier aus eine Weile. Ja. So, wo geht's denn weiter? In Nordamerika. Den Hinweis kennen wir schon. Der Colonel dankt und gratuliert euch, Shay. Er ist wieder in New York. Aber ihr wirkt bestürzt. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr richtig handelt, Gist? Ob ihr den rechten Weg wählt? Habe ich, junger Freund, aber nicht mehr. Ah, wir sollen also nach New York. Ab geht's. Die Franzosen stehen auf unserem Land. Es wird Zeit, sie zu verjagen. Die Franzosen stehen auf unserem Land. Das war jetzt gerade doppelt zu hören. Halten Sie hoch, um das Fernrohr zu benutzen. Kennen wir auch schon. So langsam komme ich rein. Die nächste Mission liegt hier. Nur zwei Aussichtspunkte. Und vor allen Dingen haben wir hier ein Bodenhauptquartier. Und wenn wir schon in dem Bereich sind in New York, holen wir uns natürlich das Bodenhauptquartier und die Aussichtspunkte. Aber nicht auf dem Weg. Ziemlich leer hier. Aber wo sind denn alle? Ah, das sind die Leute ja. Ich dachte schon. Entschuldigung, der liebe Herr. Ich musste da leider mal durch. Hoppala. Sorry. Oh,
Die machen wir jetzt noch alle beide platt. Und dann müssen wir den da hinten töten. Warum, weiß ich nicht. Aber steht da. Na. Kuckuck. Oh Mann, der ist besser. Aber nicht gut genug. Wir sind nämlich die Besten. Wenn wir schon dabei sind, machen wir ein paar platt hier. Zack. Jetzt kann unser Leben wieder regenerieren. Ab nach da oben. Die Fahne durchschneiden. Zack. Hallo, mein Bester. Deckung durchbrechen. Habe ich dich. Oh Mann. Treffe ich den von hier? Leider noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt schon. Zack. Nachladen. Eine Patrone habe ich noch. Ich komme vor beim Stein der Weisen hier. Da oben. Also ein Blinder mit einem Krückstock sieht es doch. Ja, du mich auch. Schön, der Bandenanführer hat mich entdeckt. Ich ihn nicht. Ah, da hinten. Und? Wen juckt's? Dadurch habe ich ihn ja jetzt endlich. Komm, der glaubt doch selber nicht, dass er entkommt, oder? Oh Mann. Kann er keinen gescheiten Weg nehmen? Irgendwas Normales? Diese Laufparaden hier. Tyrannenparaden. Ja. Doch nicht den. Super. Ganz klasse. Oh Mann. Oh shit. Es ist jetzt blöde gelaufen, würde ich sagen. Die Frage ist nochmal versuchen. Ja, nein. Eigentlich will ich ja nicht. Das gleiche zum zweiten Mal nervt nämlich sehr. Egal, Nummer 1 durchschneiden. Anonym werden. Reicht das nicht? Diese Billigkämpfe, die nerven. Die lenken auch total von der Gesamtstory ab, welche echt gut ist. Toll. Ganz toll. Da gehe ich erstmal runter. Erledige ich später. Habe nämlich leider keine Munition mehr. Oh Mann, das wird scheiße jetzt. Ich brauche einen menschlichen Schild. Dankeschön. Hep.
Komm schon. Also, ich habe das voll gekontert. Also mehr als B drücken kann ich nicht in dem Moment. Ich lasse es vor, jetzt erstmal links liegen. Oder was heißt vor? Boden vor, was auch immer wir uns nennt. Die Basis auf jeden Fall. Kein Bock ein drittes Mal. Ich schnapp mir erstmal den Aussichtspunkt hier. Ist nämlich frustrierend, um ehrlich zu sein. Und hepp nach oben. Oder auch nicht. Wieder dieser schöne Ausblick über New York. Oh Mann. Oh. Geht doch. So, zumindest mal einen Aussichtspunkt. Und den zweiten, den holen wir uns auch noch gleich mit. Den haben wir da hinten. Das dürfte leichter sein, da hochzukommen. So eine Art Empire State Building wird es hier zu der Zeit wohl kaum geben. Na, ich hänge komplett falsch. Ich bin auch ein Blindfisch hier, ey. Komm schon. Schaffst du. Synchronisieren. Große, schöne Stadt. Schon damals. Und der Sprung in den Heuhaufen. Der obligatorische. Das Geflüster im Hintergrund geht mir so gelinde gesagt richtig auf den Sack. Ah, es hat aufgehört. Gott sei Dank. Kann man es hier nicht mit anhören. Ah, hier lang. Schon wieder. Oh mein Gott, okay, hier sind Schleicher unterwegs. Von mir aus. Ah, da oben geht's weiter. Halte die Freunde in der Nähe. Ah, Master Cormac. Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen Sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Und das Volk? Ich dachte, sie wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken.
Ich sehe mir das an. Hab Dank. Oh Mann, bitte nicht sie. Hope. Hoffentlich nicht du. Das ist auch, was ich dachte. Hope, hopefully not you. Aua. Das tat weh. Oh Mann. Ach komm, die nerven wirklich. Ich muss unbedingt als erstes eigentlich das vor. Ich glaube, das werde ich in der nächsten oder nach der Mission direkt erledigen. Sobald ich das vor weg habe. Zack, hab ich dich. Dieses Mal nicht nochmal. Ah, perfekt. Eine Leiter. Oh Mann, den habe ich gar nicht gesehen. Hep. Oh Mann. Erstmal plündern. Die erledige ich einfach mal beide. Und ab ins Haus. Shay, wie schön euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitteschön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Oh, wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Natürlich. Was ein glücklicher Zufall. Oh Gott, Hope. Was treibst du bei dieser Bande, die die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Ist etwas mit ihnen, Master Cormac? Nein. Ja, nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ihr habt recht, Colonel. Dieser Prototyp scheint sehr mächtig. Seid vorsichtig damit, Master Cormac. Unsere Spione sagen, das Gerät könne zugleich bestimmte Befestigungen einreißen und mehrere Feinde treffen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle schlafen sofort ein. Wir sollten die neue Waffe testen. Schießt auf die Tür. Der Granatwerfer ist eine sehr starke Fernwaffe, die Splitter, Berserker und Schlafgranaten verschießen kann. Granaten können in Gemischtwarenhändlern gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Alles klar? Zerstört die Tür mit diesen Granaten. Splittergranate. Und zack. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken richten, die sie benutzen wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlaf. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New Yorks verseuchen oder töten. Dann ist das mein erstes Ziel. Seid vorsichtig, Master Cormac.
Wir glauben, die Inhaltsstoffe sind höchst instabil. Umso besser. Was da am besser sein soll, ist mir nicht so ganz bewusst, aber okay. So, lass mal sehen, wie die verteilt sind. Alle da drin. Okay. Nimmt sich also nichts. Wir fangen mit dem Vorderen an. Kuckuck. Ich brauche dich mal als menschliches Schild, bitte. Dankeschön. Nein, 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 ich muss hier wieder runter. Oh Mann, ich habe da nichts Brauchbares zumindest. Schlafpfeile? Nö, meine ganz neue Idee. Berserkerpfeile. Jetzt greif mal alles schön an, mein Großer. Ich glaube, der geht auch danach drauf. Aber erstmal greift er an. Jetzt mache ich den hier noch platt. Zack, gestorben. Dann will ich mal die Tür aufreißen. Guten Morgen. Na, nix Zeit zum Sterben. Ich sehe das gelinde gesagt anders. Naja gut, Zeit zum Sterben für euch vielleicht. Aua. Blöder Penner. Erstmal den hier platt machen. Und dann kümmere ich mich um dich. Oh Mann. Alter, komm. Weißt du, wie mich sowas aufregt? So viele Tasten, die nicht funktionieren in dem Moment, wie sie funktionieren sollen. Das sind sehr ärgerlich, um ehrlich zu sein. Auf ein zweites. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, ein kleiner Fehler da hinten. Ich habe keine Splittergranaten mehr. Ich brauche nämlich ein menschliches Schild. Ich habe keinen Bock, getroffen zu werden. Oh oh, versteck dich dahinter. Geht doch. Komm her. Komm her. Eieiei. Wo kommt man hier hin? Gibt's ja nicht. Wenn jetzt noch du. Last but not least. Bisschen Munition plündern. Vielleicht habt ihr ja was, was wir brauchen. Ich gehe so ungern drauf, um ehrlich zu sein. Geht doch. Und Rauchbomben. Zerstören. 3, 2, 1. Oh oh. Oh oh. Zack. Guten Morgen, liebe Leute. Hab ich dich.
Hallo. Verdammt. Dich werde ich noch bekämpfen. Ist doch nur du, dass du mich besiegen kannst. Oh, Munition. Sehr gut. Nur her damit. Und zack. Last but not least. Oh Mann. Oh Mann. Das ist doch ein Scherz, Alter. Komm, genau in dem Moment. Schneid mir noch die zwei hier. Ach, komm. Sehr geil, geschafft. Herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aussehen. Das nimmt diesen Schurken den Mut. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Shay, richtig? Ich gratuliere. Ihr habt New York von einigen Ratten befreit. Ich bin Jack Weeks und das William Johnson. Bei ihm weiß ich's nicht, aber ich bin hoch erfreut. Ganz meinerseits. Es ist schrecklich staubig hier. Ich wette, Shay erzählt uns von seinen Abenteuern bei einem Pint. Hey, die erste Runde geht auf den Colonel, hä? Stimmt etwas nicht, Master Cormac? Nur ein bisschen verwirrt. Ich muss Gas eingeatmet haben. Ein Ale wird euch gut tun. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch. Alles klar. Erfolg freigeschaltet. Neue Freundschaften. Drücken Sie mehrmals Y, um Pistolenschüsse zu verkennen und gegnerische Angriffe zu unterbrechen. Oh, danke für den Tipp. Kann hilfreich sein, muss es nicht zwangsläufig. Sequenz 4, Nordatlantik, August 1757. Verehrter Master Cormac, verzeiht die Kürze meines Schreibens, aber es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Ihr habt der Templer-Sache eure Verbundenheit und Findigkeit bewiesen und das trotz und vielleicht gerade wegen eures Assassinen-Ursprungs. Das Manuskript, das die Assassinen suchten, war schon länger in meinem Besitz. Ich nahm es, als meine Männer euch fanden. Der Großmeister selbst beauftragte mich, seine Bedeutung zu ergründen. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Ich übergebe sie an euch, Master Cormac. Es gibt niemandem, dem ich mehr vertraue. Heute verlasse ich Fort William Henry, eine schlecht gerüstete Garnison, umgeben von feindlichen Indianern und der französischen Armee. Wir haben Verstärkung angefordert, aber ich bezweifle, dass sie rechtzeitig eintrifft. Ich hege keine Illusionen über den Ausgang unseres Widerstandes. Ich übereigne mein Leben der britischen Armee und meine Seele dem Vater des Verstehens. Ergebenst Colonel George Monroe. Das sind ja mal ganz neue Informationen.
das Ruder der Morrigan übernehmen. Auf den Posten gehst. Der Colonel ist in Not. Was meint ihr damit, in Not? Er sitzt in Fort William Henry mit schlechten Karten. Hoch mit den faulen Ärschen, Leute! Auf eure Posten! Wir lichten den Anker. Na dann, gehen wir den Colonel retten. Nicht den frühen Tropfen, Captain. Aber wusstet ihr, dass wir uns nun ein Jahr kennen? Ein ganzes Jahr! Ihr ändertet mein Leben zum Besseren. Ihr werdet verzeihen, dass ich schon ohne euch gefeiert habe. Ein ganzes Jahr. Ist? Ich habe eine Frage. Seit wann habt ihr von meiner früheren Anhängerschaft gewusst? Oh, ihr meint die Assassinen? Ich bin betrunken, aber nicht blind. Oder glaubt ihr wirklich, ich nehme an, ihr wärt einem mörderischen Zirkus entflohen? Warum sagtet ihr nie etwas? Nun, der Colonel wollte, dass wir das Thema meiden, damit, wisst ihr, eure Entscheidung nicht beeinflusst wird. Ihr habt mein Leben aus reiner Selbstlosigkeit gerettet und zahllosen anderen geholfen. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich euch schon vor Monaten zum Templer gemacht. Wem steht das zu? Monroe erwähnte einen Großmeister. Oh ja, der Großmeister des Kolonialritus. Wirklich? Er hat was zu erzählen. Was gibt es Neues von Paul William Henry? Die Garnison ist umstellt und die Verstärkung bleibt aus. General Montcalm hat für König Ludwig einen Weg quer durch die Kolonien gezogen, nicht wahr? Ich wünschte, er bliebe zu Hause bei seiner Mätresse. Seiner oder Ludwigs? Beider, obwohl die des Königs sicher vorzuziehen ist. Für wahr? Madame O'Murphy soll äußerst bezaubernd sein. Eine O'Murphy in des französischen Königs Bett? Jetzt wird klar, ihr veralbert mich. Ah, ist klar, es geht wieder nach Nordamerika zurück.